Jo, hallo Leute, und zwar, ihr seht's, hier fehlt noch die zweite Spur. Es gab ein Fahrvideo davor, das ist rausgekommen. Jetzt kommt praktisch die letzte doppelgleisige Stelle, die ich wohl übersehen habe, das muss ich zugeben, und die bauen wir jetzt noch kurz zusammen. Und dann ist praktisch diese Karte komplett fertig, gell? Also, zeig's euch mal. Wir scrollen raus. Wenn man so weit rauscrollt, sieht man die Gleise nicht mehr so richtig oder die Industrie. Aber ihr seht, hier ist alles zweispurig. Und es gibt immer Ausfahren zu Industriegebieten. Zum Beispiel hier Raffinerieausfahrt, ja. Und so wie wir auch hier sehen, am Sägewerk hier, da habe ich nur Saw geschrieben, dass man sieht, wo man abbiegen muss. Und das habt ihr ja schon gesehen im Video davor, wie ich die Loks nach links gebracht habe und ausgeladen habe auf der Stelle hier. Genau, und da ist der Zug. Wir sind ganz am Anfang vom Spiel. Wir sind hier auf Level 1 praktisch und können uns gar nichts kaufen so richtig. Arbeitgeber, keiner, also ich bin mein eigener Arbeitgeber und das ist dieser Brotter, das ist das Startfahrzeug von der Karte. Diese Wägen habe ich gekauft und einen habe ich aus Versehen wieder gelöscht, ja, also Pech. Ja, und dann werde ich mir irgendwann noch einen eigenen Zug kaufen und dann wird dieser Brotter oben im Yard stehen, wo Leute, die kommen und ihr eigenes Unternehmen machen und noch nicht genug Geld haben. Man hat nur 2000, man kann sich nur eine eigene Lokomotive kaufen. Und keine Wegen. Und damit man sich ein bisschen Geld verdienen kann, steht der Brotter oben zur freien Verfügung für jeden, so wie für mich ja auch. Ich benutze den ja jetzt gerade auch. Und habe mir ein paar Wegen dazu gekauft und verdiene Geld für mein Unternehmen. Ja. Ja, genau. Und jetzt bauen wir die letzte Dual Rail. Da schauen wir uns oben das Eisgebiet an, weil das habe ich nämlich extra ausgebaut. Ja, heute ist bei mir Sonntag, gell? Also ich bin auch ein bisschen müde tatsächlich. Da müssen wir hier die Bäume auf der Strecke noch abreißen. Und tatsächlich habe ich das, ich weiß nicht so richtig, warum genau ich das vergessen habe, aber ich habe einfach wirklich sehr, sehr viele Stunden lang gebaut, müsst ihr, könnt ihr euch vorstellen. Und meine, klar, jetzt muss man ja nur noch kopieren. Das ist jetzt kein Problem, aber eigentlich steht man dann praktisch hier irgendwo rum und ist praktisch an, muss sich überlegen, wie man überhaupt irgendwo hinkommt. Ich habe sehr viele Stunden gebaut. Ich kann euch das nachher oben im Schnee zeigen. Da muss man echt, sich echt Gedanken machen, wie man da Schienen hochlegt. Wir müssen nachher noch die Bäume hier alle abreißen. Da gehen wir die Schiene nochmal nach. Zum Beispiel auf der Strecke zum Sägewerk von dem von dem Holzfäller. Da gab es auf beiden Spuren noch an einer bestimmten Stelle Steine. Quasi auf, weil diese Schiene ist ganz knapp vom Boden und dann waren so in der Art so eine Steine, die habe ich nicht gesehen, da hat es mich zweimal derailed praktisch. Und das wird noch eine Arbeit sein, die Schienen abzufahren praktisch, damit die Leute, die wo hier spielen und ich natürlich auch keine Probleme haben, hier zu spielen. Und ich habe natürlich nicht in dieser Beta diesen vorgefertigten, alle Gleise sind verlegt Modus genommen, sondern ich habe wirklich komplett in der Beta jetzt nochmal eine Karte genommen und zwar hier das Aurora Falls heißt es, glaube ich, und habe komplett die Gleise neu gelegt. Ja, ein bisschen musste mal kurz husten, ne? Weil ich habe heute noch gar nicht gesprochen. Ja, was soll ich machen? Was ist denn das? Ach so, okay. Das ist ein Baum, der noch nicht gerendert war. Sieht ja auch richtig krass aus. Naja, okay, machen wir weiter. Ja, man sieht es hier, wenn ich jetzt so einen Stein sehe, dann werde ich den gleich wegmachen, weil die übersieht man gern beim Übergehen der Karte und den Gleisen freiräumen und ja. Und ihr seht ja selber, ich musste hier einen Winkel auswählen und ich musste das mehrmals bauen. Ja, man sieht es aber, weil ich musste hier unten ein bisschen höher kommen, dass wir diese 3% oder 3,5% halten können,
dass man genau an der Stelle noch die Schienen aus dem Boden sieht. Also das wirklich, und dann die Steigung habe ich dann so gehalten nach hier oben, also wie gesagt, und das ist noch einer von den ganz einfachen Stellen gewesen. Und da ist ja so, schon so eine, sagen wir mal, so ein Grand Canyon vorbereitet für die Schienen. Richtig geile Strecke hat sie auf der Karte. Also wirklich richtig geile Strecken. So, aber wir müssen halt jetzt noch kurz die Strecke hier fertig bauen. Das habe ich nicht vergessen. Und ich wollte euch eigentlich die Karte präsentieren und es ist mir beim Fahrvideo aufgefallen. Bratan, du hast vergessen, ne, die Schienen hier zu verdoppeln. Alles natürlich soweit vorbereitet, um es zu verdoppeln, aber ich habe es einfach vergessen. Ansonsten eigentlich nirgendwo. Also ich habe es nochmal durchgeschaut. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas, aber eigentlich nicht. Und jetzt kann man nur hoffen, dass ich genug Grips hatte, dass ich jetzt oben auch richtig rauskomme, dass oben der Anschluss für das Zweigleis an der richtigen Stelle gelegt wurde von mir. Ja, schon wieder so eine lustige Stelle. Da denkst du erst, ja, oh, jetzt kannst du runter. Aber du kannst hier nicht runter, weil du da vorne geht's schon wieder direkt hoch. Man hätte hier vielleicht auch hier oben entlang fahren können, aber wir wissen ja, das sieht man halt immer erst im Nachhinein. Ich sage euch, wie es ist. Man sieht es immer, ich bin richtig vorbereitet gewesen, seht ihr. Nur hier fehlen noch die Schilder. Es fehlen noch Schilder für die Einfahrten für Industrie. Und warum ist hier ein Wendekreis und warum ist da drüben ein Wendekreis, also eine Drehplatte? Das kann ich euch erklären, ja. Ich will hier nicht so viele Kringel, Kreisel und alles bauen, das sieht scheiße aus. Und zwar, zum Beispiel, ihr fahrt hier rein, ja, ladet hier aus, gell, hier, ihr ladet, ne, ihr ladet hier auf, egal, Werkzeug, ihr ladet Werkzeug ein. So, jetzt könnt ihr ja euren Zug nicht umdrehen, weil es hier keine Wendeplattform gibt. Dann hängt ihr die Wagen ab, fahrt hier vorne auf die Drehscheibe, dreht eure Lokomotive um und fahrt hier ganz rechts am Gebäude vorbei. Falls hier links jemand steht und quasi auslädt, habe ich hier nochmal einen Gleis dazu gemacht, dass man praktisch dran vorbeifahren kann. Und hier habe ich auch ewig gebraucht, weil, guck mal, das ist viel höher. Normal sind die Gleise viel niedriger. Aber ihr seht, hier ist so ein ganz komischer Hang. Da müsste man dann praktisch, wenn man hier rauskommt, direkt 4% machen. Und das ist einfach scheiße. Ja. Das hat mich dermaßen aufgehalten, bis ich das hier so ausgepeilt habe, dass wir hier auf einer Ebene sind. Und dann praktisch hier rein. Dann haut ihr die Weiche rum und hängt eure Anhänger hier hinten wieder ran. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann könnt ihr vorwärts wieder zurückfahren praktisch. Ist einfach nur, um die Lokomotive umzudrehen praktisch. Und naja, hier geht es dann praktisch rüber. Es fehlen natürlich noch Schilder. Ich sage, wie es ist, Leute. Ich habe da wirklich sehr viele Stunden verbracht. Und eigentlich muss hier ein Schild hin, dass es hier drüben zur Mine geht. Und hier in der Mine, da ist es natürlich so, dass man sowieso sehr weit wegfährt vom Hauptgleis. Und da kann man dann praktisch hier einen Kreis fahren. Und hier seht ihr schon, was dazugekommen ist. Hier gibt es ja ein Schneebiom auf der Karte. Und das Schneebiom praktisch, das habe ich hier angeschlossen. Und nun eine kurze Strecke. Wie ihr seht, hier ist die Gleise verschneit. Und übrigens, das dynamische Wetter funktioniert wunderprächtig. Es schneit und regnet jetzt einfach. Alle 15 Minuten ändert sich das. Das kann man kurz in den Optionen abchecken. Und zwar. Tageszyklus ist an, den machen wir tatsächlich jetzt aus, dass es Tag bleibt. Und normalerweise benutzt ihr, wenn ihr das Wetter heiter. Hey, das sollte dynamisches Wetter eigentlich sein. Ja, das, ich weiß nicht. Das, ich glaube, jedes Mal, wenn man das Game wieder startet oder das Safe Game lädt, muss man das wieder anschalten. Naja, muss man dran denken, habe ich jetzt vergessen. Aber guck mal, das machen wir jetzt trotzdem. Das machen wir tatsächlich aus. Dass wir hier praktisch, das machen wir an, wenn wir Fahrvideos machen. Das dynamische Wetter nicht, wenn ich euch die Karte zeige. Und ihr seht, ja, wie kommt man den Berg hier hoch? Ja, wisst ihr, wie oft ich hier Anlauf nehmen musste, dass ich mit meiner, also das ist eine Extreme, ich glaube, das sind 4%. Aber wer da hoch will, der braucht halt eine stärkere Lokomotive. Und da geht es hier wirklich hoch, echt meilenweit nach oben. Und dann musste ich wirklich lange Bögen fahren, dass ich dann dort hinten auch wirklich hochkomme. Also hier geht es auch wieder extrem nach oben und dann guck mal, da oben streifen wir nur so die Kante. Seht ihr das? Da guckt sogar leichter Schnee durch. Das ist abartig. Also, wie wenn es Millimeterarbeit wäre, kommt man hier oben gerade so raus und dann endet die Brücke. Und dann kommt natürlich Schneebiom. Gell, ihr seht es ja. Hier ist die Gleise, die verschneiten Gleise, die kann man ja bauen.
hier praktisch die hier, sind dann natürlich hier gebaut. Und na Junge, ich habe nebenher YouTube laufen lassen, irgendwelche Livestreams und habe hier gebaut, 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 gebaut. Und ihr könnt euch vorstellen, es sieht jetzt so aus, ja, das ist alles gezielt gebaut. Aber ihr schaut dann auf die Karte und denkt so, das anschließend, das Brechwerk, wie sieht hier die Umgebung aus? Geht es da weit runter? Geht es da weit hoch? Was machen wir zuerst? Wie machen wir es zuerst? Und hier kann man praktisch die Goldschmelze noch kurz anschauen. Sind wir dabei? Das schauen wir kurz an. Und zwar, da musste ich auch hier einen größeren Radius machen, dass man die Auffahrt noch holen kann und dann kann man hier praktisch reinfahren. Und dann haben wir praktisch einmal rechts zum Kohle und Wasser abliefern, glaube ich. Oder nur zum Kohle abliefern. Ich glaube, die brauchen nur Kohle, ja. Und dann fährt man dann praktisch hintenrum wieder zurück. Und dann haben wir halt natürlich noch hier. Und da ist man meistens nur mit ein oder zwei Wegen. Ich meine, ich kenne es ja. Man wirft da rein dieses Feingold und holt raus Goldbarren. Und ich meine, da kommt aus 5 Golderz kommt ein Barren raus. Also, wenn ihr 10 Barren habt, habt das Spiel eh schon durchgespielt. Und dazu bräuchtet ihr 2 Wagen. Also, ihr braucht hier nicht so viele praktisch Wagen aufstellen. Und dann könnt ihr praktisch hier wieder in die Wendeplatte und dann dreht ihr eure Lokomotive. Und ich bitte immer noch Railroads Online. Macher, bitte, bitte, bitte macht, dass ich auf der Drehplatte stehe und die Platte drehen kann, während ich im Zug sitze. Das wäre so geil. Dann sieht man natürlich auch, wie man drauf ist. Man muss sich aussteigen und den Boden anschauen. Also furchtbar, okay. Und dann fährt man hier rüber praktisch mit der Lokomotive und fährt rückwärts wieder ran, hängt seine Wegen ein und kann vorwärts wieder rausfahren. Ich habe halt die ganze Karte gebaut am Stück. Ja. Also wirklich, ich habe gesagt, nee. Ich will fahren, nee, 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 scheiß drauf, konzentrier dich, bau weiter, bau weiter, bau weiter, dann geht's hier hoch. Und dann, da hatte ich schon, ich glaube, hier an der Stelle, da war ich schon ziemlich erschöpft. Weil dann habe ich gesehen, ja, wie machen wir das jetzt? Und habe mir gedacht, erst wollte ich da rüber runter, aber da geht's ja immer noch weiter runter. Und dann habe ich hier rüber gebaut. Und ich weiß, es sieht noch nicht so, es kann schon sein, dass hier noch sich noch was ändert, gell? Möchte jetzt nicht verrufen oder so. Auf jeden Fall, dann bin ich hier rum bis hier gewesen und ihr seht, hier ist es leicht steiler. Warum ist es hier leicht steiler? Man könnte das nochmal reworken und diese Steile ein bisschen auf die ganze Länge ausbauen, weil an der Stelle wird es schon extrem steil. Aber ist jetzt gerade mal egal, das mache ich nachher vielleicht noch. Dann kommt hier die Weiche und dann kann man praktisch hier runter praktisch fahren und Kohle, glaube ausladen und Feingold einladen und nee, ich weiß gar nicht mehr. Auch Kohle, Scheitholz und Feingold kommt, glaube ich, raus, genau. Und hier oben muss man Golderz reintun und Wasser und dann funktioniert das Brechwerk. Und da ist es auch so, dass man praktisch, weil wegen Platzgründen auch hier drauf mit der Lokomotive zurück an den Wagen vorbei und rausfahren. Und ich, Golderz ist auch wieder so, wenn ihr da 2, 3 Wagen voll habt, seid ihr sowieso schon King. Also so lange Züge habt ihr da nicht. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass ihr hier nicht rausrangieren könnt. Beim Wasser, da ist schon eher das Problem, gell? Man könnte natürlich hier noch die Weiche noch zumindest bis hier hinten hinsetzen. Guck, da könnte man jetzt praktisch hier die Weiche hier drüben hinsetzen, dass die Strecke länger ist, dann immer auch wieder eine verschneite Weiche. So, und dann sind wir hoffentlich nicht zu tief. Sonst müssen wir schon wieder umbauen. Wir sind, glaube ich, zu tief. Probieren wir es mal. Ja, wir sind schon wieder zu tief. Ja, okay. Ja, ich schneide euch das jetzt wahrscheinlich kurz raus. Vielleicht lassen wir es auch drinnen, weil ich keinen Bock habe. Wir werden es nicht erfahren. Zumindest ich jetzt nicht. So, zack, die Spur ist schon länger. Wie gesagt, das sind immer tausende Ausbesserungsarbeiten, wo da auf einen zukommen, die man dann praktisch immer mal wieder noch machen muss. Auch hier mit der Schräge. Da schneide ich euch auch noch kurz zusammen. Guck mal. Ihr seht jetzt gerade, hier ist eine extreme Schräge und hier geht es wieder relativ normal. Ich werde jetzt einfach diese Strecke hier komplett abreißen bis da drüben und mir das nochmal anschauen. Bis gleich.
So Leute, schaut mal, jetzt sind wir wieder direkt vor dem Stück, was ich euch gezeigt habe. Und jetzt ist praktisch diese Auffahrt ein bisschen länger. Hier geht es noch ein bisschen steiler, aber auf jeden Fall mal länger. Ich habe das hier auch noch mal kurz gebaut, dass wir hier noch mal ein Stück weiter runterkommen. Man hat jetzt hier schon noch einen leichten, krasseren Buckel, aber es ist auf jeden Fall gezogener, kann man sagen. So, und dann, das war jetzt die, also hier oben ist wirklich, das ist das High-End-Gebiet. Hier geht es praktisch zum Goldschmelzen, hier geht es zum Brechen, hier geht es zur Goldmine. Also man muss es von der Mine, ja schon muss man die Mine beliefern, die ist ganz da oben. Und dann muss man praktisch das Gold zum Brecher bringen, die muss man ja auch erstmal komplett beliefern. Und dann zur Schmelze, da kommt dann, wird dann aus Feingold Gold gemacht. Und das kann man dann praktisch hier rüber, lass mich ganz kurz abchecken. Da ist genau die Eisenbahn-Express-Agentur, die will Gold. Und da müsst ihr dann, also das ist wirklich sehr, sehr viele Stunden Fahrt, bis man da den ersten Goldbarren abgibt. Das weiß ich selber noch. Also das ist wirklich heftig. So, und jetzt kommt das krasseste Stück. Ja, wenn man dann praktisch zur Goldmine muss, da muss man wirklich, wir fliegen das jetzt mal kurz ab. Wir nehmen schon mal die Säge in die Hand, falls irgendwo noch irgendwas rumsteht. Ich glaube nicht. Ich habe das schon recht ordentlich gemacht. Aber jedes Mal, wenn ich denke, es passt alles, fliege ich aus den Gleisen und frage mich warum und suche dann die Schienen ab, weil irgend so ein Baumzipfel hier rausschaut. Und hier haben wir noch eine Brücke, die über das Wasser bauen müssen. Und erst wollte ich hier nach rechts, aber das war schon falsch. Man musste hier viel weiter rüber. Und da es hier den Hang runter geht, da habe ich auch schon mal halb runter gebaut. Da habe ich mir dann mich entschieden, hier am Berghang entlang so eine Brücke zu bauen. Weil sonst müsste man komplett da runterfahren. Das ist sehr steil. Und da hinten rum und hier hoch, das ist auch sehr steil. Und hier musste man direkt schon die Brücke höher ziehen, weil hier ist es sehr, sehr steil. Das sind 5-6% oder mehr. Und dann musste ich hier ganz außen lang, dass ich eine möglichst lange Strecke habe. Was ein bisschen schade ist, mal gucken, ob ich das irgendwann mal doch noch ganz unten rum baue. Und dann muss man hier praktisch wieder im Schnee fahren. Da fährt man wirklich eine Weile, das kann ich euch sagen. Hey. Weil ihr müsst ja noch überlegen, ihr fahrt ja nur, nicht nur hier hoch, sondern. Und das ist ja die einzigste Stelle, wo das Dual Rail quasi endet und der Umdrehgleis quasi das Industriegleis ist, weil du fährst nur hier hoch und hier gibt es halt wirklich nur das. Und deswegen ist das auch nicht so schlimm. Und ich weiß nicht, ich habe die Grafik-Settings rumgestellt. Auf einmal sind die wieder so komisch, so milchig, aber ich habe es hoch und runter und weiß nicht, woran es liegt. Es tut mir leid, ich weiß es einfach nicht. So, und jetzt können wir uns noch anschauen. Also, wenn man hier hoch möchte, um Gold zu machen, das können wir mal kurz abchecken. Dann ist es quasi so heftig, dass man Kohle zum Beispiel braucht und Schienen. Und hier ist das Eisenerzwerk, hier macht man wieder die Schienen. Und Kohle ist praktisch dort rechts oben. Hier. Das heißt, ihr müsst die Kohle von hier. Da können wir uns auch noch kurz anschauen. Wir wollen das jetzt ja mal ganz kurz eh komplett mal anschauen. Ganz milchig, ich weiß nicht, was ich da wieder verstellt habe. Auf jeden Fall, würdet ihr dann praktisch hier hochfahren? Also eigentlich von da drüben, vom Werk hier rum, am Dual Rail an der Farm vorbei und dann praktisch hier hoch. Komplett hier über den Canyon. Also ihr müsst euch vorstellen, die Kohle zum Gold zu bringen, das ist wirklich Arbeit jetzt, weil wir wollten ja die größte Karte und die längsten Strecken und nicht immer nur eine Minute irgendwo hinfahren und ausladen, sondern wir wollen wirklich ein Stück fahren und danach haben wir das Öl, weil Öl machen möchte. Und da geht es auch durch so einen Canyon, durch so einen Grand Canyon. Und ihr werdet gleich sehen, wir gehen ein bisschen weiter runter. Ich kann euch das mit der Steuerung auch gleich nochmal sagen. Also zum Beispiel, wenn ihr Fliegen anmacht, gell, dann könnt ihr manchmal nicht mehr runterfliegen. Seht ihr das? Dann bleibt ihr einfach auf Shift drauf, schaut nach unten und drückt nochmal Leertaste. Dann könnt ihr wieder hoch und runter fliegen. Also keine Ahnung, warum das so ist, aber ich habe schon die Lösung rausgefunden. Also wenn ihr nicht mehr runterfliegen könnt, also das geht, aber wenn ihr einmal Leertaste gedrückt habt,
Also, weil ihr hoch wollt, könnt ihr nicht mehr runterfliegen. Shift, Leertaste und schon könnt ihr wieder runterfliegen. So, und ihr seht ja, hier musste man irgendwie hochkommen und da musste ich hier ewig ausholen. Und so rüber und wieder zurück. Und ihr seht gleich, man hätte auch hier bauen können, aber da ist eine Stelle, da bin ich nicht so mit klar gekommen. Man fährt wirklich hier hoch entlang. Da unten sieht man die Canyon-Strecke und dann hier rüber. Weil hier war ich, hier an der Stelle war ich. Seht ihr das? Und da geht es halt runter mit 6% oder so. Da müsste man wirklich irgendwie so zickzack irgendwie bauen und dabei ein bisschen runterfahren. Ich weiß es auch nicht so richtig. Aber wie gesagt, das ist jetzt mal fertig. Alles ist angeschlossen. Und die Änderungen, wo ich noch mache, die werden dann halt noch kommen. Hier geht es dann praktisch zur Kohlemine. Ist halt mega viel Platz auf der Karte. Ihr seht, was für riesige Kreise man da ziehen kann. Und ihr müsst euch vorstellen, hier von der Kohlemine, ihr müsst hier komplett den Grand Canyon entlang. Also praktisch, ihr müsst komplett hier, von hier, hier rum, hier runter, hier rüber, komplett hier rum, zack, diesen anderen Canyon hochfahren und dann hier die Auffahrt in Schnee praktisch meistern und komplett über die ganze Karte fahren. Also Gold machen ist also wirklich heftig. So. Ja, das war's. Leute, danke fürs Anschauen und jetzt kommen dann normale Runden, wo wir rumfahren und neue Züge kaufen und so. Ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Danke fürs Anschauen. Ciao.